Wann sollte man seinen Meisterball in den neuen Pokémon-Teilen am besten einsetzen? Diese Frage scheidet wohl in vielen Editionen bis heute die Geister, aber ich denke, in Karmesin und Purpur ist die Antwort eigentlich relativ klar. In allen Teilen, wo die Pokémon nicht einfach auf der Oberfläche rumtanzen können, würde ich den Meisterball dann einsetzen, wenn man ein seltenes Shiny Pokémon trifft, das sehr einfach fliehen kann. Zum Beispiel Abram mit seinem Teleport. Weil vor legendären Pokémon kann man einfach abspeichern und es notfalls nochmal versuchen. Da man in Karmesin und Purpur jetzt aber auch die Shiny Pokémon erkennen kann, kann man hier auch einfach abspeichern und muss den Meisterball hier nicht verschwenden. Deshalb würde ich persönlich ihn bei den Pokémon verwenden mit der niedrigsten Fangrate und das ist eben Miraidon und Koraidon mit jeweils 1,6%. Ganz klar!